Also erstmal herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass Sie zu einem Ereignis der besonderen Art wieder den Weg zu uns gefunden haben. Wir zeigen Ihnen einen ganz wunderschönen Film, aber ich möchte dazu nicht weiter was sagen, sondern ich begrüße ganz herzlich den Regisseur, der eigens aus London angereist ist, für Sie, für uns. Und er wird Ihnen einiges über den Film erzählen, ist auch nach dem Film noch da, sodass Sie alle Ihre Fragen stellen können. Wir haben genug Zeit. Herzlich willkommen, Michael Packleber. So. Ja, tschüss. Ich gehe jetzt mal zurück so in die erste Hälfte der 70er Jahre. Da war ich in Heidelberg und da war Heidelberg eine wilde, fröhliche, durchgedrehte Hippie-Stadt. Notting Hill war so eine Art Zentrum des alternativen Kultur damals. Und Heidelberg, das war damals eben auch sowas. Und jetzt die Verbindung ist, wie soll ich sagen, man macht solche Filme eigentlich heutzutage nicht. What do humans know? Zum Inhalt des Films, wie kamen Sie auf die Idee mit dem Engel? Das kommt daher, ich habe tatsächlich eine Reihe von Spielfilmen zum Thema Engel, Projekte, die ich geschrieben habe als Drehbücher. Nur hätten diese Projekte Millionen gekostet. Und da war Christopher Lee, da waren diese wunderbaren Techniker meines Alters, die mehr so aus der Zeit des jungen deutschen Kinos kamen. Und da waren diese jungen Schauspieler und wir wollten einen Film in Notting Hill machen. Aber wir drehen das nur an realen Schauplätzen, die irgendwie surreal wirken, aber die tatsächlich so existieren. I've never seen anything like it. It's weird and wonderful, touching, extraordinary. It makes you laugh, makes you cry. Something that you don't find every day. So please, let us send a sign to the world that grassroots initiatives can still work and that poetry and fantasy still have a place in the cinema. So.